Endlich wieder Heimspiel. Nach fast zwei Monaten empfängt der Greifswalder FC die Berliner AK im Volksstadion vor 630 Zuschauern. Die Fangruppe Greifswalder Jungs trauert um ihr Gründungsmitglied Micha. Abtastend zu Beginn, wenige Chancen bis in die 25. Minute. Kagbo und Weiland fehlen verletzt und erkältet. Bandowski, Kapitän. Fahr, Ping-Pong im Strafraum. Und da ist Richardson. Und im Nachschuss Granatowski. Startelfdebüt für den 31-Jährigen. Er wurde Meister in der Regionalliga Nord und West sowie in der dritten Liga. Greifswald dominiert dieses Spiel. Der BRK noch nicht ganz präsent. Der GFC seit vier Spielen ungeschlagen. Der letzte Heimsieg am 18.09. gegen Viktoria Berlin. Das ist Richardson mit einem Traumpass. Auf Bandowski. Kommt völlig frei zum Kopfball. Starker Reflex von Zwick. Ball wäre aber daneben gegangen. Die Norddeutschen präsenter werden gegen Ende von Halbzeit 1 immer zwingender, stören früh. Granatowski. Richardson bei fast jeder Aktion dabei. Im Doppelpass. Richardson mit dem Auge für Bandowski. Den muss er machen. Riesenglück für den BRK in dieser Szene. Zwick war schon geschlagen. Bandowski verfehlt das leere Tor. Nur eine Minute später, nächste dicke Möglichkeit für die Greifswalder. Der BRK wirkt überfordert. Klar, klärt hier nur halbherzig. Dann der lange Schlag von Bilbia auf Jojo Richardson. Auf und davon Richardson. Was für ein Chancenwucher aus Sicht des Greifswalder FCs. Der BRK spielt im Hinspiel mit Viererkette. 2:0 gewann man. Heute mit Fünferkette wirken die Gäste aus Berlin überfordert. Doch hier die erste Offensivaktion lang und Sanin klärt vor Seaton. Es geht nicht viel zusammen bei den Berlinern. Glückliches Unentschieden zur Pause, weil Richardson und Bandowski ihre Chancen nicht nutzten. Zweite Halbzeit, der GFC drückt weiter aufs Tor. Die 53. Minute, Fahr. Und am zweiten Pfosten, Jojo Richardson. 1:0 Greifswald. Viertes Saisontor für den US-Amerikaner. Schulz und Zwick sehen bei dieser Szene überhaupt nicht gut aus. Schulz zu weit weg vom Mann, Zwick kann den Ball nicht fangen. Kassiert das Tor dann aus spitzem Winkel und rutscht zuvor noch leicht weg. Verdiente Führung für Greifswald. Wieder Anpfiff, der BRK wirkt geschockt vom Gegentreffer. Greifswald will direkt nachlegen. Ganz stark, wie Richardson hier nachsetzt. Granatowski. Benjamina. Auf Bandowski. Achten Sie auf Farm. Unteren Bildrand. Zündet den Turbo gegen Meier und wird bedient von Richardson. 2:0. Erstes Saisontor für den Rechtsverteidiger. Greifswald demontiert den BRK in nur 70 Sekunden. Und die Gäste hätten heute mit einem Sieg auf Platz 1 springen können. Stattdessen unterstreicht der GFC seine Heimstärke. Erst zweimal verlor man in dieser Saison. Mann des Spiels heute, Jojo Richardson. Und der wird gleich bedient mit diesem Zuckerpass von Julian Rü. Und Richardson eiskalt. 3:0 für den GFC. Wenn Greifswald zu Hause gewinnt, dann richtig, mit mindestens 3 Toren. Der Pass von Rü darf natürlich niemals ankommen. Zu einfach dieser Ball. Die Großelf beerdigt BRK-Hoffnung auf Platz 1. Vor allem dank Jojo Richardson. Gar nichts Besonderes. Ich möchte nur meiner Mannschaft helfen. Und Mittwoch, wir haben nur 1:1 gemacht. Und ich dachte, wir können dieses Spiel gewinnen. So heute, ich dachte, komm, alle zusammen, wir müssen dieses Spiel gewinnen und 3 Punkte holen. Warum sind Sie zu Hause besonders heimstark in dieser Saison? Keine Ahnung, ich glaube, wir haben ein geiler Ultras hier. Alle sind zusammen in die Stadt mit uns. Es ist unsere erste Jahre in Regionalliga. Und ich glaube, wir haben die 17. mehr Fans in der Stadt. So, ich glaube, es ist gut hier.
Greifswald zieht an Hertha vorbei und steht auf dem 11. Tabellenplatz. Der BRK wird sich steigern müssen in der zweiten englischen Woche. GFC mit Horrorprogramm. Chemnitz, Jena und Lok Leipzig.